Ha, okay. Keine Ahnung, wo es jetzt hingeht. Schätze, ich muss zurück. Weil das Gelbe ist das Hauptmissionsziel. Okay. Schauen wir mal gerade hier an dem Lager. Machen wir mal ein Päuschen. Inventar-Upgrade verfügbar. Was können wir denn hier machen? Kompakter Fellbeutel, der die Speicherkapazität für Ressourcen erhöht. Das ist geil. Und Patronenhalter zur Anbringung an der Waffe, der die Menge der mitgeführten Schrot. Haben wir Schrot? Wir haben keine Schrotflinte. Dann würde ich erstmal den hier nehmen. So. Okay. Nirgendwo ist dieses Symbol. Schauen wir mal, ob das hier auf der Karte irgendwo ist. Aktuelles Einsatzziel, das ist es ja jetzt nicht. Überlebensversteck, Höhle. Das blinkt alles so aufgeregt. Truhe, Münzversteck. Was ist das hier? Vorratsschuppen, Münzversteck, Basislager. Hier, da müssen wir hin. Rückkehr ins gottlose Tal. Deswegen zeigt er das hier auch nicht an, weil es zu weit weg ist. Aber wir wissen ja ungefähr, wo es ist. Glaube ich. Und dann. Bereit zu testen, ob das Gegengift wirkt? Ehrlich gesagt, kann ich mir was Schöneres vorstellen. Wenn es wirkt, stelle ich welches her und treffe dich im Tal. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Wo ist es denn? So, ich hoffe, die Wölfe sind nicht respawned. Hi, Hershey's und Hasis. Doch, von der Musik her sind sie respawned. Ja, die liegen da und pennen. Die Säcke. Gehen wir mal hier lang. Das ist, glaube ich, sicherer. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber wir versuchen es. Heieiei, da brummt mein Controller. Was haben wir denn hier? Waren wir hier schon drin? Ja, waren wir. Gucken wir trotzdem nochmal. Da haben wir noch. Ah ja, da war, glaube ich. Ja, da war voll, aber wir können ja jetzt mehr Ressourcen tragen. Juhu! So. Dann können wir wieder gehen. Oh, Beutel-Upgrades sind immer geil. Ich liebe das. Vor allen Dingen, weil ich es ja auch ganz gern habe, dass ich eigentlich immer ein bisschen was sammle, ne? Und von allem ein bisschen was dabei habe. Das heißt, das hier geht auch. Oh gut, das geht jetzt sowieso, weil wir relativ viele Pfeile hergestellt haben. So. Jetzt ist es. Wo war denn das nochmal? Oh Gott. Ich stehe jetzt genau vor der Wolfshöhle, ne? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich gehe mal auf ein bisschen eine höhere Position. Vielleicht sehe ich dann ein bisschen was. Nö. Ich weiß nicht, wohin. Ich hatte in Erinnerung, dass es irgendwo in die Richtung da war, aber da ist es nicht mehr. Oh Gott. Wie komme ich denn jetzt wieder dahin? Da, wo ich jetzt stehe, runter, oder was? Ach, Quatsch. Moment. So, ich gucke jetzt.
Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Warum kriege ich das denn auch nicht angezeigt? Das ist doch Kacke, ist das doch. Doch doof. Ah. Nimm das jetzt alles mit. So. Das war irgendwo, wo wir hier reingehen konnten, wo ich vorher nicht rein konnte. Und das war doch hier. Ich kam doch hier auch irgendwo raus, oder nicht? War das nicht da oben? Oh. War das nicht hier? Ich geh jetzt einfach mal hier rein. Mal gucken, was hier passiert. Ja, hier war das doch. Puh. Wahrscheinlich total falsch. Aber die Tussi wollte doch das Gegengift herstellen, oder? Dann bin ich jetzt doch zu früh hier. Ich darf doch noch gar nicht hier sein, ne? Was ist das? Story-Einsatzziel. So, genau das will ich nicht, das Story-Einsatzziel. Ich will... Ja, das andere, aber kann... Warum zeigt mir das die blöde Tussi nicht an? Das zeigt mir das an, dann laufe ich jetzt dahin. So. Und wenn das falsch ist, dann habe ich halt Pech, dann muss ich halt wieder zurücklaufen. Fuck it. Ich habe Bock, hier ewig nachzudenken jetzt. So, erstmal setzen und speichern. Einmal gucken. Nichts Neues. Weiter geht's. So, wieder den ganzen fucking Weg zurück und dann ist es nachher falsch. Aber ich kann ja, glaube ich, mich auch so ein bisschen beamen, oder? Kann ich mich beamen? Wahrscheinlich kann ich das und alle hassen mich jetzt dafür, dass ich das nicht tue. So. Ich probiere mich jetzt mal zu beamen. Wenn das jetzt geht, dann schreie ich. Wetten, das geht? An irgendeinem Lagerfeuer einfach beamen? Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe halt keine Ahnung. Oh Gott. Okay, wir probieren das. Mehr als schief gehen kann es nicht. So. Dann gehen wir schnelle Reise. So. Wahre Sicht. Da will ich hin. Warum kann ich da nicht hin mich beamen? Schnelle Reise. Zentrieren heran. Nee, es geht nicht. Warum nicht? Regionsübersicht, okay. Wo könnte man sich denn hinbieben, theoretisch? Von Basislager zu Basislager, oder was? Das heißt, dahin könnte ich. Das heißt, da bin ich doch schon mal einen Ticken schneller da, ne? Glaube ich jetzt einfach mal. Hoffe ich jetzt einfach. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Oh, ich bin voll müde. Was ist denn los? Okay, ist die Ladezeit es wert? Weil es dauert doch schon ein bisschen länger. Oder ist sie es nicht wert? Wäre es besser gewesen, wenn ich gelaufen wäre? Nö, es geht, ne? Es geht. So. Ah,
Aber ich krieg da das Missionsziel angezeigt. Schaffe ich das? Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich den Sprung nicht schaffe. Okay. Kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, ich muss den anderen Weg wieder gehen. Weil hier bin ich ja aus dem Wasser gekommen. Ich fürchte, das geht nicht. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Kann ich die? Ne. Dann probieren wir es anderweitig. Ja, es ist schon immer doof, wenn man ein Spiel blind spielt. Weil ich höre das Backseating, aber... Nur genug für zwei Dosen. Ich darf nichts vergeuden. Okay. Los geht's. Es funktioniert, Nadja. Alles sieht, naja, nicht wirklich normal aus. Aber anders als letztes Mal. Gut. Ich habe genug Gegengift für mich und Großvater. Falls wir ihn finden. Ich bin jetzt unterwegs zu dir. Okay. Ja? Na klar. Die lebten letztes Mal, ne? Ich kann aber keine... Ich kann nicht meine Spider-Senses anmachen. So, jetzt gehen sie. Es kann nicht derselbe Ort sein. Ich hatte mich hier verirrt. Hätte fast erwartet, dass er noch hier ist. Als die Schuld, in dem Gulag zu arbeiten, zu schwer wurde, schlug ich zurück. Ein gestohlener Schraubenzieher. Verlegte Unterlagen, hilflose Gästen, die niemals etwas ausrichten konnten. Eines Tages wurde ich ertappt, als ich ein sinnloses Risiko einging. Deine Großmutter, Serafima, nahm die Schuld auf sich. Sie schlugen sie, erbarmungslos. Aber ich war gerettet. Als ich ihr danken wollte, spuckte sie mir vor die Füße und sagte, ich hätte mein Leben für nichts riskiert. Sie forderte mich heraus, mehr zu tun. In dir steckt so viel von ihr, Nadja. Zuerst hielt ich sie für grausam. Sie schenkte meinen kleinen Akten des Ungehorsams keine Anerkennung. Dieser Ort, der Gulag, zerschmetterte alle Hoffnung und fraß auch noch den letzten Rest Würde auf. Sie sagte, an jedem Tag, an dem ich nicht aus ganzem Herzen dagegen kämpfte, war ich mitschuldig an den Gräueln. Sie verlangte meine Aufrichtigkeit, weil sie wusste, dass ich fähig dazu war. So gütig war noch nie jemand zu mir gewesen und dafür habe ich sie geliebt. Okidoki. So. Okay. Hier ist noch mehr. Das ist Trinity-Ausrüstung. Alles ist falsch. Wir haben den alten Mann am Eingang des Tals verloren. Fischer ist fort, Parker ist fort. Einfach weg. Spurlos. Man kann seinen Augen nicht trauen. Wir sehen Dinge. Leicht Schlimmeres. Dinger, die laufen. So groß, dass sie die Sterne verdecken. Ich weiß nicht mehr, was real ist. Ich weiß nicht, ob es eine Realität gibt. Sind es die Augen? Die Augen müssen weg. Meine Hände sind jetzt ruhig. Billings geht als Erster. Stopp! Stillhalten! Muss ich letztes Mal glatt übersehen haben. Alle am Durchdrehen. Keine Leichen. Vielleicht sind sie noch am Leben. Nadja, was weißt du über diese Ruinen hier draußen? Unser Volk hat das Tal gemieden, lange bevor die Hexe sich hier einnistete. Die Gründer haben dort draußen einen Schrein gebaut. Doch irgendwas ist ihnen passiert. Wir waren seit Generationen nicht mehr dort. Selbst wenn deine Vision nicht real war, ist dieser Ort gefährlich. Okay. Gut. So. Also irgendwer hat diesen ganzen Kram hier... Oh, ich mag dieses Tal nicht. Das war letztes Mal schon... Oh, aber ich habe wirklich Wölfe getötet. Wir beschlossen zu warten, bis der Winter vorbei war.
Wir versteckten Vorräte, zeichneten Karten. Wir planten. Ich verschaffte ihr Arbeit, bei der sie in Gebäuden bleiben konnte. Sie half mir, Wege zu finden, die Mühlen des Gulags zu verlangsamen. Wenn ich einen hydraulischen Aufzug stilllegen konnte, bewahrte ich 100 Männer vor einem Tag in den Minen. Durchschnittene Zündkabel an ein paar LKW und die Spezialprojekte würden für eine Woche ausfallen. Ich ging größere Risiken ein, aber nachdem ich deine Großmutter getroffen hatte, konnte ich meine Augen nicht mehr verschließen. Wir wussten, dass das Kind unsere Flucht erschweren würde und sie verbarg es, solange sie konnte. Und dann, ohne Warnung, schafften sie sie fort. Unsere Tochter wurde einer Amme unter den einheimischen Gefangenen gegeben und sie brachten Serafima in das Tal. Ich versuchte, sie aufzuhalten und kämpfte ganz offen. Ich stand vor dem Transport-LKW, bereit zu töten, um sie zu retten. Aber es waren einfach zu viele. Ich schrie meinen Abschiedsgruß, als sie mich fortschafften. Ich weiß nicht, ob sie mich gehört hat. So, wir haben auch wieder schön Russisch gelernt. Okay. So, wir haben also ganz stinknormale Wölfe getötet und keine... Verdammt. Okay, sie sagt es auch gerade. Da ist noch einer. Es waren aber doch so viele mehr irgendwie. Ah, okay, damit ich einen Rückweg habe, okay. So, verschieße ich damit eigentlich auch Pfeile oder... Nee. Dann geht's jetzt hier hoch. Haben wir alles. Ja, ich denke schon. Bewegen könnte. Okay, erstmal umgucken, was das hier ist. Okay. Also, irgendwas müssen wir offenbar hier mitmachen. So. Ich weiß nicht, ob ich da... Nee, ich kann nur eins da dran befestigen. Okay. Es ist anderes vielleicht, um wieder rauszukommen nachher. Ich hatte zwar eigentlich was anderes vor, aber probieren wir es mal. Nee, das bringt nichts. Ich wollte es eigentlich drehen. Hier geht drehen. Okay. Ha? Okay, das geht nicht. Denk. Also Pfeile kriegt man hier nachgeworfen. Das heißt, wir werden sie brauchen. Es ist, glaube ich, echt besser, wenn ich mir erstmal ein Bild mache. So. Okay, sie sagt, ich soll die Plattform bewegen. Ah, da liegt was. Es ist dunkel. Die anderen sind da draußen. Ich kann sie keuchen hören. Moment der Klarheit, aber er verrinnt. Kommt weniger häufig. Wir sind krank. Vergiftet. Irgendwas. Ist auch egal. Hab vergessen, wieso wir hier sind. Hab vergessen, wo wir vorher waren. Erinnere mich kaum, wer ich bin. Hier ist noch jemand. Wandelt unter uns, während wir kriechen und heulen. Ein Geist, eine Göttin.
Eine Dämonin. Sie flüstert. Wir hören zu. Hören zu. Okay. Wie gesagt, alle am Durchdrehen. So. Damit bewege ich die Plattform. Sobald ich da drauf bin, geht die aber wieder nach unten. Wenn ich mich schnell drehe, könnte ich vielleicht... Ich probiere es mal. Nee, von hier aus geht das nicht. Okay, da geht's auch nicht. Okay, versuchen wir es von der Seite. Nein. Ah, hier kann ich durch. Sehe ich gerade. Auch gut. Probieren wir das.